Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Show Meine Ticketwelt Part 4 oder 5, ich weiß nicht. Es gab ja schon 10 Millionen Anfragen, wann kommt das nächste Let's Show, und zwar am meisten von einem User. Und ja, es ist soweit, hier ist das nächste Let's Show. Ja, hier hat sich eigentlich nichts verändert, groß an der Raffinerie. Ach, jetzt habe ich keine EMC mehr, verdammt. Hier hinten... bei dem, wenn ihr wissen wollt, wieso ich so schnell springen kann und so schnell rennen und so hoch springen, guckt euch das Let's Show davor an. Ja, ist schon fertig. Ah, das heißt, ich kann die hier mal wieder ausmachen. Gut, werde ich bald eine neue anlegen. Hat öfters mal kein Ticket gespielt, aber wir haben hier dann schlussendlich mal unser Dach fertig. Hier immer noch die Solarzellen und so, aber ich glaube, ja, die Baumfarm. Aber ich glaube, hier habe ich weiter keinen Humus drin, deswegen kann ich das ja kurz nachfüllen. Ja, Humus ist alle. Fülle ich hier kurz nach. So. Hier nochmal das Haus in voller Pracht. Ist schon ziemlich schön, finde ich. So ein Dach will ich auch in meiner Playwelt bauen, oder bin ich gerade schon am Bauen. Und hier als besonderes Spezial, hier oben so ein Fenster und so ein Treppenfenster. Und wer das baut, das kann ich auch später mal zeigen. Aber es funktioniert dann, wenn es nicht Nacht wäre, genau wie ein normales Fenster. Hier noch was für die Baumfarm. Und das Hauptsächliche, was sich verändert hat, ist eigentlich mehr hier unten. Und zwar habe ich jetzt hier einmal überall einen Glasboden. Und hier in der Mitte Holz. Da ist eigentlich noch relativ gleich, nur dass hier die Kiste öfters voll ist. Da habe ich eine Teleport-Pipe. Und wenn die Kiste voll ist, ist hier auch eine Teleport-Pipe. Aber die verbinden sich alle mit der, dass das Zeug hier reingeht. Habe ich ein bisschen EMC. Hauptsache hat sich eigentlich hier unten verändert. Da kommen hier immer Rubine raus. Wieso kommen da denn immer Rubine raus? Und zwar habt ihr oben die Glowstones gesehen. Das sind hier drunter diese Energy Collector. Die speisen die Energie in so ein Relay, MK2 ist das. Und dann tut die Alchemical Chest hier, der Energy Condenser, so heißt die Kiste, glaube ich. Energy Condenser, genau. Tut Energie rausziehen und hier immer Rubine produzieren. Wenn ein Rubin fertig ist, wird die automatisch von diesen Regular Electric Engines rausgezogen. Genauso wie hier drüben auch. Und hier reingepackt. Und hier ist jetzt schon ein bisschen viel, wie viel EMC ist es? 3 Millionen. Uns kommt immer mehr dazu. Was auch noch ist, hier hinten ist auch noch ein Teleport-Pipe. Was mit der ist, kann ich euch gleich zeigen. Hier ist eben noch die Stromleitung. Von der Solarzelle zu diesen Regular Electric Engines, was ich eigentlich mal kurz zeigen kann. Hier geht die lang. Verdammt, jetzt muss ich sie aber kaputt machen. So. Lass mich aus. So. Kommission. Und zwar, hier oben ist eigentlich noch alles gleich. Ich habe hier noch eine dritte, Dingens hingemacht, wo Diamanten produziert. Hier ist auch schon ein bisschen viel drin. Habe ich schon länger nicht mehr ausgeholt. Aber das Hauptsächliche ist jetzt eigentlich hier unten. Und zwar, diese Teile hier. Das ist genauso wie oben. Diese Energy Collector speisen Energie in dieses Relay, das schwarze Teil da. Das gibt wieder Energie hier rein. Und hier wird das Dark Matter produziert. Das hat einen EMC-Wert von ca. 140.000. Und hier dann mal was produziert ist, wird es da unten abgezogen. Sieht man jetzt vielleicht ein bisschen. Und dann oben da in die Teleport-Pipe hingemacht, wo auch die ganze Rubine reingehen. Ja, und das hier eben auf jeder Seite. Und wenn ich dann hier mal penne, dann geht es auch viel schneller hier eben, dass da was produziert wird. Jetzt schon was fertig. Hier auch, kann ich ja ganz gucken. Hier. 139.000 brauchst. Geh noch kurz ins Bettchen. So, jetzt ist es auch fertig, aber nicht in der Kiste, sondern es wurde unten rausgepumpt. Das eben bei allen vier von diesen Teilen. Und dann wird es eben hier reingepumpt. Und stellt mir hier EMC her. Und das ist ein kleines Star Sphere. Das ist eigentlich schon von den ziemlich großen. Dann kann ich eigentlich hier die ganzen Diamanten auch mal reinlegen. So. Perfekt, und dann wird das hier automatisch aufgeladen. Und ihr seht, jetzt schon 4 Millionen EMC. Und denkt dran,
Ein Diamant hat einen EMC-Wert von 8192 und hier sind 4.369.000 EMC drin. Also ich werde nie wieder in eine Höhle gehen müssen, sagen wir es mal so. Ja, groß hat sich hier oben eigentlich nichts verändert. Ich habe hier noch keinen so ein Alchemical Bag wie im Let's Play. Das hat den Grund, weil ich das noch nicht wusste, dass es mit dem Alchemical Bag geht. Und das dann als allererstes mal ausgehört habe im Let's Play. Ja. Gibt's sonst noch Neues? Eigentlich nicht. Ich habe die Maschine hier immer noch so offen stehen und keinen normalen Raum. Ich finde, sieht ja eigentlich so recht hübsch aus. Mit den ganzen technischen Zeugs hier immer noch das automatische Craften. Mal vielleicht um ein paar Rezepte erweitert, ich weiß nicht. Und was gibt's sonst noch zu sagen? Ja, der hauptsächliche Bestandteil war eben diese Teile hier. Das sind nämlich MK3 Sonnenkollektoren, die haben einen EMC von 710.000. Von denen habe ich jetzt insgesamt verbaut. Warte, lass mich überlegen. Hier 5 sind 10. Und dann hier jeweils 1, 2, 8. 8 sind 16, sind 26. 42. 42 und 16 sind 58. Oder? Ja, 58. 64, 74. Was kann es sein? 74? 8, 16, 32. 8, 16. Warte, nein, es ist ja 1. Doch. 2, 8, 16, das hier unten sind 32 und oben sind eben noch 10. Also 42 mal 710.000 EMC. Das ist dann schon ziemlich, ziemlich viel EMC. Und hier oben habe ich immer noch die Kollektoren, aber die sind nicht mehr so wirklich im Einsatz. Hier oben ist eigentlich auch noch nicht wirklich was drin. Ich kann jetzt auch nicht hochfliegen. Verdammt. Naja. Und sonst war es eigentlich. Es ist nur ein ziemlich kurzes Let's Show, aber die Hauptsache lag eigentlich da unten drin. Und ja, würde ich mal sagen. So, tut vielleicht dann demnächst noch die Quarry versetzen und noch eine zweite hinbauen. Oder drei gleichzeitig, ich weiß nicht, und mal neue Ölvorkommen suchen. Das geht alles irgendwie, weil das ist schon ausgegraben, bis auf den letzten Meter ausgebeutet. Und ja, wir sehen uns dann in einem nächsten Let's Show, das wahrscheinlich dann wieder eine Weile dauert, bis eins kommt. Ja, wir können drauf warten oder auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.